bist du ja endlich. Schön, dass es heute geklappt hat. Ja, alles gut bei dir? Ja, sagtest du schon am Telefon. Heute ist der zweite Advent und du bist noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Woran liegt das? Du bist doch sonst so für Weihnachten. Ja, okay, verstehe. Ja, okay. Super viel Stress auf der Arbeit. Ganz hoher Krankenstand. Ja, weißt du, das ist bei uns aktuell ganz genauso. Ja, kann das gut nachvollziehen. Ja. Ich hab's irgendwie trotzdem geschafft, mich in Weihnachtsstimmung zu bekommen. Aber ich liebe Weihnachten und diese ganze magische Zeit, das weißt du ja. Und deswegen habe ich dich ja heute eingeladen. Ja, ich wollte dir ein bisschen auf die Sprünge helfen, ja. Ich habe mich schon in mein Weihnachtspyjama geschmissen und mir passenden Haarschmuck angezogen. Und ich dachte, ich sorge heute ein bisschen für Weihnachtsstimmung bei dir. Was hältst du davon? Ja, ist das gut? Ja, okay, prima. Ja, also, heute ist ja der zweite Advent. Und ich dachte mir, ich warte auf dich, dass wir zusammen die zweite Kerze anzünden können. Okay, ja, sollen wir das gemeinsam machen? Ja, okay, schön. Ich habe die Kerze, wie du siehst, noch nicht angemacht. Habe auf dich gewartet. Ach, du hast gar keinen Adventskranz dieses Jahr. Ach Mensch, hättest du doch was gesagt. Ich hätte mich darum gekümmert. Natürlich. Ja, dann machen wir auf jeden Fall die Kerze zusammen an, ja. Okay. So, ich habe ein paar Streichhölzer besorgt. Hatte nämlich kein Feuerzeug mehr zu Hause. So, dann schauen wir mal, dass wir die Kerze anbekommen. Na. Das hat doch prima geklappt. So, da brennt sie, die zweite Kerze. Ja, ich finde das auch, ich finde Kerzenschein so schön beruhigend. So, und ich dachte mir, damit du ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommst, habe ich uns einen Weihnachtstee gekocht. Ja, habe ich diesen hier gemacht. Findest du ihn? Ja, schmeckt gut, oder?
überlegt. Ich würde dir jetzt eine kleine Gesichtsmassage gönnen. Was hältst du davon? Ja, du siehst auch ein bisschen angespannt aus. Einfach um, ja, das Gesicht mal richtig zu entspannen. Okay, hier. Mal tief durchzuatmen. Du hast ja auch bald Urlaub, ne? Ja, sehr gut, okay. Sehr gut. Ja, das ist eine gute Idee. Gut, dann machen wir das. Und wie fühlst du dich? Entspannt. Sehr, sehr gut. So, das braucht man auch wirklich regelmäßig, ja. Also vielleicht ist das auch so dieses grundlegende Problem, dass du dir wirklich sehr wenig Zeit für dich nimmst, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe das in den letzten Wochen tatsächlich, schon öfter bei dir beobachtet, dass du das so sehr unter Strom stehst und nur noch sehr wenig für dich selbst machst. Das ist so, so wichtig, ne? Selbstfürsorge. Ja, und das reicht auch nicht, wenn du alle paar Wochen oder vielleicht einmal in der Woche so eine Me-Time machst, ja. Selbstfürsorge findet einfach in jedem Moment statt. Ja, das heißt, gestalte deinen Alltag so, dass du da nicht auf der Strecke bleibst, okay? Ja.
Es bringt nichts, wenn wir die ganze Zeit im Hustle-Mode sind und dann versuchen, einmal die Woche ja, durch ein schönes Bad oder ein Treffen mit Freunden unsere Batterie aufzuladen. Das funktioniert nicht. Dein Handy-Akku muss auch jeden Tag geladen werden. Genauso ist das mit deinem, Akku, okay? Ja, so, so wichtig. Kann ich dir denn was zu essen anbieten? Ich habe ein paar Snacks für uns bereitgestellt. Einmal diese Erdnüsse. Ich liebe Erdnüsse. Sagst du übrigens zu meinen Weihnachtsnägeln? Ja, die habe ich mir gestern gemacht. Extra für Weihnachten. Sieht gut aus. Ja, bin ganz zufrieden. Lecker. Was macht die Weihnachtsstimmung? Ja, schon besser. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich sag ja, wenn man erstmal die Maschine runtergefahren hat und ein bisschen in den Entspannungsmodus kommt, dann kommt man auch in Weihnachtsstimmung. So, und ich dachte mir, du liest ja auch so unfassbar gerne. Ich weiß, du hattest aktuell nicht so viel Zeit zum Lesen, ne? Aber ich habe zwei meiner neuesten Weihnachtsbücher für dich rausgesucht. Und vielleicht bringt dich eines der Bücher doch noch mehr in Weihnachtsstimmung. Weihnachtsfest.
dass Julia noch weniger mag als Weihnachten. Okay, das ist bei dir jetzt nicht so, aber zumindest in diesem Jahr. Und zum Feiern ist dir dieses Jahr auch nicht zumute. Also entscheidet sich Julia für die Flucht nach vorn und meldet sich als Haussitterin auf Gotland. Aber da ihre Unterkunft doppelt vermietet wurde, steht plötzlich ein fremder Mann vor dem Häuschen. Petta und Julia können sich auf Anhieb nicht leiden. Als ein Schneesturm aufzieht, kann niemand die Insel verlassen. Also sind die beiden gezwungen, die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Ob das gut geht. Ein weihnachtlich humorvoller Liebesroman zwischen Stockholm und Gotland. Du siehst wirklich ganz schön müde aus. Na, das ist ein sehr langer Tag, okay. Ja. Ach, du brauchst dich doch nicht bedanken. Das habe ich so gern für dich gemacht. Und du weißt, du bist hier immer willkommen bei mir, okay. Egal, wie es dir geht. Egal, was ist. Ich bin für dich da, okay. Ich würde sagen, du entspannst jetzt noch ein bisschen. Gleich das Badewasser für dich ein. Ich mache ein paar Kerzen für dich an. Ja. Und dann habe ich uns noch eine Pizza bestellt.